sind sie festgenommen, Herr Montana, ja. Nehmen Sie die Hände hoch. So, einmal die Hände hoch. Ja, mitkommen. Schnell. Was noch passiert ist, das möchte ich eigentlich hier nicht sagen. Ich weiß nicht, mit wem ich es zu tun habe. Also, das ist ganz jetzt bunt. Wir haben andere Informationen. Was, ich hätte Lust, Ihnen irgendwas abzuschneiden. Man schneidet Lügner in die Zunge raus. Ich habe darauf keinen Bock. Ich nehme denen lieber einen Augapfel, weil ich liebe es, wenn die Menschen schreien dabei. Ja, verstehen Sie mich? Ich schieße jetzt einfach gleich um. Ich schieße jetzt gleich einfach in den Kopf. Aber sonst habe ich halt wirklich geschaut. Und, ja, steckt meine kleine Tochter ihre Finger in irgendwelche Mafia-Geschichten, die ich mir selbst nicht anmaßen würde. Was wollen denn die Zibolas, ey? Jetzt mal ohne Scheiß. Könnt ihr bitte die Türen zuschließen, grazie? Shit. Ich zu. Ah, das haben wir dann um die Uhrzeit. Da werden die erst wach, ne? Ja, ja. Keine Ahnung. Naja, es sieht nicht bedrohlich aus. Ich denke, es ist alles gut. Wir wollen es wahrscheinlich nur vorstellen. Mal kurz Servus sagen aus ihrer Hood. Ja. Schauen wir mal. Einen Moment. Ja, komm, Sonny. Geh mal vor. Hier noch ein bisschen Platz, Fratelli. Ricciardo, un momento. Buonasera. Warte, ich zwick mich. Buonasera. Qui. So, ah, mi di grazie. Und zwar, ich bin hier, weil angeblich meine Tochter ein bisschen Scheiße gebaut hat. Und meine Tochter sagt, ja, sie kommt von euch nicht mehr los. Und ich bin hier als Vater, meine Tochter zu schützen, so. Ihr wisst Bescheid, ich hol sie mal aus dem Auto, sag mal, soll herkommen. Sie soll den Herrschaften erzählen, was hier passiert ist. Oder was ihr passiert ist, oder wie auch immer. Sag, sie soll rauskommen. Komm nach vorne, Schatz. Komm nach vorne. So. Gentlemen, das ist meine Tochter, Arina. Marina, und jetzt erklärst du den Gentlemen, was los ist. Buonasera. Buonasera. Was los ist, ich wurde wohl von, gestern von ein paar von euch mitgenommen. Mir wurde etwas gesagt, was ich auf keinen Fall machen werde. Dass ich jetzt ab sofort für euch wohl arbeiten soll und Informationen liefern soll und dergleichen und ich nur noch für diese Leute da sein werden muss. Also grundsätzlich verstehe ich jetzt nicht, ich kann das gerade nicht ganz nachvollziehen. Du weißt, was da im Raum stand oder nicht? Ich weiß es, ja. Ja. Ja, ist daran ist da Wahrheit oder ist es die Wahrheit oder nicht? Keine Wahrheit. Dann sollte doch aber auch von deiner Seite aus das Interesse bestehen, so wie du es vorher gemacht hast. Du hast doch deine Hilfe angeboten, oder nicht? Wo habe ich meine Hilfe angeboten? Na, Herr Escobarovic, hat sie nicht die Hilfe angeboten? Natürlich. Ja, dann weiß ich nicht, wie jetzt auf einmal... Ich hab ihn um einen Gefallen gebeten und er hat mich um einen Gefallen gebeten. Den habe ich getan. Ja, dann lass den Mann ausreden. Wenn ich mal reingrätschen darf, ja. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt so ist, aber wurde nicht gesagt, dass dein Vater für dich gestorben ist und du als Tochter für ihn gestorben bist und du hast alles verloren und ach ja, hast hier um Hilfe gebeten und wir haben gesagt, eine Hand wäscht die andere und
Wie gesagt, uns liegen Informationen vor, dass wir leicht gezinkt wurden. Ja? Danke, dass du sagst, ich hätte es fast vergessen. Also mit meinem Vater war am Anfang wirklich so, dass er gesagt hat, dass er keine Tochter mehr hatte. Ich habe mich mit meinem Vater ausgesprochen. So. Ich bin zu dir, Esko, weil ich deine Hilfe gebraucht hatte. Klar, ja. Worum es ging, wusstest du. Du hast gemeint, ich soll dir einen Gefallen tun. Ich habe dir diesen Gefallen getan. Ja, wie gesagt, uns liegen Informationen vor, dass du halt gerentet hast. Ja, diese Informationen sind absolut falsch. Genau. So fliegen ist meine Fratellus. Ich kläre das genauer auf, damit hier gar keine Fragen mehr offen sind. Gerardo, der Verdacht stand einfach nur da, dass sie mit diesem Polizeibeamten zusammengearbeitet hat. Ja. So. Wir sind keine Hellseher, wir wissen das nicht. Natürlich nicht. Und dann ist halt irgendwo auch die logische Schlussfolgerung, dass man dem nachgeht, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Und das war einfach nur das Thema. Und jetzt sagt deine Tochter halt, sie möchte dann nicht, oder ihr liegt es nicht im Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, dann verstehe ich nicht, wieso. Das Einzige, was ich auf jeden Fall auch eingestehen kann, ist, dass es nicht die sehr pflügliche oder die gehobene Art war. Oder sagen wir es mal so, es wurden keine Blümchen auf dem Boden verteilt, um diesen Fall aufzuklären. Aber auch, warum? Weil deine Tochter unter Verdacht stand, dass sie mit diesem Polizeibeamten zusammengearbeitet hat. Wenn wir hundertprozentiges Vertrauen hätten, würde es gar keine Spannungen generell geben. Ja? Und das ist ungefähr so das Problem. Ich meine, Herr Montana, Sie müssen verstehen, das Mädchen Darin, also das, was sie jetzt anhat, so wie sie sich gerade gibt, das ist fake, das ist alles fake, ist das. Das passt nicht zu ihr. So eine Klamotten habe ich an dieses Mädchen noch nie gesehen, sag ich mal. Sie kommt aus armen Verhältnissen, wir kommen aus dem Ghetto. Und ich als Vater hab nur gehört jetzt, sie hat mit der La Cosa Nostra zu tun. Weißt du, wie mir das Arschwasser geht? Ich habe Angst um mein Kind. Schau mal. Ich verstehe dich. Du musst dir keine Sorgen. Wir sind keine Unmenschen und wir sind jederzeit dazu bereit, normal miteinander umzugehen. Das möchte ich, dass ihr das wisst. Ja? Ja. Deine Tochter muss keine Angst haben. Ich habe nur eine Bitte. Oder wir haben eine Bitte, denke ich. Und ich denke, diesen Wunsch hat irgendwo jeder. Solltest du und deine Homies ein Problem haben, würdest du dir liebend gerne auch wünschen, Unterstützung zu bekommen. Das war das Einzige, das wir uns gewünscht haben. Nur hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, ja. Ja. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das nochmal klären. Vor allem, dass deine Tochter jetzt doch wieder mit dir Kontakt hat, das wussten wir ja nicht. Natürlich, das könnt ihr ja gar nicht wissen. Stimmt. Das hättest du uns sagen können, Karina. So, das geht keinem was an. Nur eine Sache, die ich mich noch frage, ist, ich habe immer noch dieses unterschwellige Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Arina? Du hast gesagt, dein Vater ist gestorben. Sowas sagt man nicht. Hast du? Ich habe nicht gesagt, dass mein Vater gestorben ist. Ich habe gesagt, dass mein Vater gesagt hat, dass ich für ihn gestorben sei. Wie gesagt, ich habe mich mit meinem Vater an dem Abend ausgesprochen. Wir haben sehr lange geredet. Ich weiß nicht im Moment, was sie da gerade durchmacht. So. Sie hat da irgendwie. Sie ist auf den falschen Weg gekommen, so. Erste eben halt sie hat mit dem Staat gearbeitet, so. Natürlich bin ich nicht da gerade groß stolz drauf, so, um das zu erzählen. Und, steckt mal meine kleine Tochter ihre Finger in irgendwelche Mafia-Geschichten, die ich mir selbst nicht anmaßen würde. Und ich bin OG eines großen Viertels, ich bin OG der Frontyard Ballers, aller Ballers, so. Aber eine Mafia ist mir persönlich zu hoch. Und da soll das kleine Mädchen wieder lieber nach Hause gehen und mit ihren Puppen spielen. Verstehen Sie, Herr Montana? Ich habe Angst um mein Kind. Ich kann es nur wiederholen. Ich habe große Angst. Ich habe sehr, sehr große Angst um mein Kind. Ich verstehe dich.
Ich versichere dir hiermit, dass dein Kind dabei nichts passieren. Wir sollten das Ganze vielleicht bei einem Glas Wein noch einmal klären. Und die Sache ein für alle Mal beiseite legen, denn wir haben kein Interesse daran, der Frau weh zu tun. Wir haben einfach nur den Wunsch gehabt, nur ein kleines bisschen Unterstützung zu bekommen. Und die Sicherheit, dass du kein Spitzel bist, Darina. Spitzel von was denn? Von was? Ja, von was soll ich ein Spitzel sein? Darina, bitte. Wir müssen dir den Lehrgang nicht nochmal erklären, oder? Was passiert ist? Mein Ernst ist, Sam Palmer hat mich abgezogen, ja? Sam Palmer ist der korrupteste Typ, den es hier im Staat überhaupt gibt, ja? Und ihr meint allen Ernstes, ja? Wenn ich diese Chance habe, dass dieser Kerl... Ich will nicht wissen, was ihr mit ihm gemacht habt, das ist mir scheißegal, ne? Unsere Geduld, wirklich. Ich sehe dich gestern, bist du im Polizeirevier gesehen. Und du hältst dich die ganze Zeit da auf und erzählst uns irgendwelche Geschichten, dass du mit denen nichts zu tun hast. Und das, die nehme ich mal an, das war ein ganz großer Zufall gerade, ne? Darina, wenn die da zu dir gehören, Darina, haben wir gleich ein ganz, ganz großes Problem. Ja, ich also, echt Scusi, wenn ich nochmal erwähnen darf, die letzten 3 Tage, ja? Die letzten 3 Tage wurdest du gesehen, weißt du? Und danach stellst du es noch in Frage, dass wir skeptisch sind? Noch ein Bullenwagen. Ich bitte dich. Ich kenne die Geschichte nicht mit Sam. Ich bitte dich. Also doch, ich kenne diese Geschichte, Darina. Kennst sie. Und wir beide haben ja auch eine Vergangenheit, ja? Ja, natürlich. Aber ich glaube, so wie wir uns verstehen, so könntest du dich auch mit Sam verstehen, weil... Mit dem möchte ich mich nicht verstehen. Ach, Quatsch. Warte mal, lass mich mal bitte ausreden. Wärt ihr denn so verfeindet? Ich glaube nicht, dass er doch so leichtfertig mitgekommen wäre, oder? Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Ja, ich kann gut Menschen... bisschen manipulieren. Darina. Ganz und Sam ist halt ziemlich einfach. Hast du Interesse daran, uns zu helfen oder nicht? Nein. Dann stellt sich aber mir die Frage, ob du denn nicht auch doch was zu verheimlichen hast, ja? Darina, denk an deinen Vater. Schau mal, was hier passiert. Dein Vater wird sich keine Sorgen um dich machen. Und das soll er auch nicht. Wir möchten dir nichts Böses. Verstehst du das? Ob du das verstehst, Darina? Ja, ich verstehe das. Antworte. Ja, ich verstehe das. War das jetzt dein letztes Wort, Darina? Oder möchtest du nochmal darüber schlafen? Ich möchte mit meinem Dad reden. Selbstverständlich. Also, wenn die La Cosa Nostra noch Interesse hat, im kleinen Gespräch, sehe ich schon hier, die fahren die Kopfwagen ab und auf und ab. Ich würde meine Ballers nach Hause schicken und ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn ich und meine Tochter mit eintreten dürften. Dann könnten wir vielleicht weiterreden, wenn es möglich wäre. Ich glaube, da was wir am wenigsten gebrauchen können, sind diese verfluchten Bullen. Könnt ihr Fratello kurz den Wein bereitstellen? Ich wäre euch dankbar, mille grazie. Ballers ab nach Hause. Ihr könnt gerne hier Platz nehmen. Was kann ich euch anbieten? Martini, Schluck Wein. Ja, Wein wäre ganz gut, dankeschön. Kann ich was geben? Bitte. Signor Montana, ich habe bereits Wein aus dem Keller geholt. Luke, ich habe bereits Wein aus dem Keller geholt. Ich wäre dir verbunden, wenn du das... Genau, einen Schluck, aber ich bin leider am Tor. Besuch übergibst. Signora? Signora? Ja? Wir möchten ebenfalls einen Wein. Könnt gerne Platz nehmen, also macht es euch gemütlich, die Herrschaft. Und die Damen. Der Herr und die Damen. Gerardo. Yep.
Dankeschön. Ich fange mal an. Darina, erstmal die Frage, wie kommst du darauf, dass wir das waren? Mir wurden Namen gesagt. Was wurde dir denn gesagt? Dass Esko für mich zuständig ist. Was wurde noch gesagt? Ja, dass ich es keinem sagen soll. Was hast du getan? Vater gesagt. Narina, wir hätten es deinem Vater auch sagen können und das hätte bestimmt der ein oder andere getan. Wenn wir gewusst hätten, dass du noch einen guten Draht zu deinem Vater pflegst und nicht sagst, du hast mit deinem Vater nichts mehr zu tun. Ich habe ganz sicher nicht gesagt, dass ich nichts mit meinem Vater zu tun habe. Narina, bitte. Also ich erinnere mich deiner Aussagen. Ich habe mit meinem Vater nichts mehr zu tun. Ich bin für meinen Vater auch gestorben, hast du auch gesagt, ja? Ihr wolltet wissen, was an diesem Tag passiert ist. Und an diesem Tag war es so, dass ich meinen Vater angerufen habe und er gesagt hat, dass ich für ihn, ja, dass er keine Tochter mehr hat. Wolltet ihr wissen? Herr Sanchez, wenn ich Sie mal fragen darf. Ja. Hatten Sie wirklich eine Zeit lang keinen Kontakt zu Ihrer Tochter oder ist das gelogen gewesen? Ich hatte eine Zeit lang, da ich inhaftiert war, am Bolingbrokes Staatsgefängnis, hatte ich eine ganze Zeit lang keinen Kontakt zu meiner Tochter, das stimmt. Und seitdem ich draußen bin und wieder meine Farbe anziehen konnte, habe ich Kontakt mit meiner Tochter, wir hatten nur einen kleinen Streit. Da haben wir uns vielleicht für eine halbe Stunde, sag ich mal, nicht gehört. Aber ansonsten pflegen wir immer guten Kontakt. Okay, gut. Ich mache mir Sorgen, dass wir alle irgendwo ausgespielt werden und das wäre nicht gut. Denn, Larina, ich hab's nicht an meinen Ohren, ich sag dir das ganz ehrlich. Ich weiß, was ich höre. Auch mein Fratello weiß, was er hört. Ich bin abends zu euch, zu Esko und, vor allem zu Esko, weil ich halt weiß, dass er mit einem Herrn sehr guten Kontakt hat. Mit einem Herrn, der beim Sheriff Department arbeitet, meinst du, ja? Ja. Ich hab ihn halt einfach gefragt, ob er mir helfen kann, dass er wieder mit mir redet. Und dann hat er gemeint, klar, kann er gerne machen, aber dafür muss ich ihm einen Gefallen tun. Und dann habe ich gemeint, ja, was soll das sein? Dann hat er gemeint, er möchte sein Palmer. Ob ich das hinbekomme, habe ich gemeint, klar, bekomme ich hin. Aber ich muss sagen, an der Stelle, wo wir den Herrn Palmer einsacken wollten, waren doch schon ziemlich sehr schnell und sehr zügig auch FIB-Beamte da, ne? Da sehr, sehr schnell. Da habe ich absolut nichts mit zu tun gehabt. Darina? Ja. Ich möchte hier und jetzt deine absolute, dein Wort im Interesse deines Vaters und im Interesse von uns, dass du mit der verdammten Polizei nichts zu tun hast. Versichere es deinem Vater als erstes. Versichere deinem Vater, dass du mit der Polizei nichts zu tun hast. Meint ihr jetzt an dem Tag oder? Generell. Nichts mehr mit der Polizei zu tun hast und hier niemanden ausspielst. Also ich spiele niemanden aus. Natürlich habe ich Kontakt zur Polizei, da sind halt Freunde von mir drin. Ich war sehr lange dort. Das waren deine Freunde, Tochter, das waren deine Freunde. Ja, es waren meine Freunde. Sind das deine Freunde oder waren es deine Freunde? Waren meine Freunde. Mir ist aber natürlich auch zu Ohren gekommen, dass du auch undercover sein könntest, ne? Da kann ich den Herrschaften versichern, ich habe sie gezwungen, Drogen zu nehmen. Um mich selbst zu überzeugen. Sie hat Drogen genommen, zusammen mit mir. Also, Señor Sanchez. Ja. Manche Leute machen einiges, wenn sie undercover sind, ja. Das kann ich Ihnen versichern. Okay. Am besten wäre es, Darina, wenn du uns versicherst, dass du willig bist, jetzt ein für alle Mal die Sache zu klären. Wir verlangen nicht viel von dir. Wir wünschen uns einfach nur gute Kommunikation. Ist das möglich oder nicht? Ja, das ist möglich. Va bene. Mille grazie. Geht doch. So geht es uns allen gut. Und wir können uns zum Schluss wieder hier treffen und noch einmal gemeinsam das Glas erheben und sagen, ja, der Staat hat diesmal nicht die Überhand gehabt, denn das ist unser Problem. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Meine Tochter wird mit mir nach Davis nach Hause kommen. Meine Tochter wird für niemanden arbeiten. Sie wird
allein zu Hause in Davis bleiben. Ich will meine Tochter davon fernhalten, Herr Montana. Ich möchte, dass meine Tochter nicht mit irgendwelchen Mafiangeschichten irgendwie was zu tun hat. Ich weiß, sie ist involviert und das wird wahrscheinlich auch, dass das so einfach natürlich auch nicht geht. Ich würde meine Tochter gerne freikaufen. Die Summe, Herr Montana, die können Sie entscheiden, das ist mir egal, ich gebe alles für mein Kind. Ich liebe mein Kind. Ich möchte mein Kind bei mir haben. Freikaufen. Herr Sanchez, ich kann Ihnen das nur sagen, dass das eventuell gar nicht möglich sein muss. Also, das bleibt Ihnen überlassen jetzt. Wollen Sie darüber schlafen, nachdenken? Haben Sie andere Ideen? Ich lasse Ihnen da Freiraum. Ich werde das tun, was verlangt wird. Damit ich meine Tochter bei mir habe und sie keinen Kontakt zu der Mafia hat. Nicht, weil ich euch irgendwie nicht mag oder so, aber selbst ich kriege hier schon schwitzige Hände, obwohl wir uns normal unterhalten. Herr Corleone? Sind Sie da? Corleone steht hier draußen bei mir im Haupttor. Er soll bitte reinkommen. Ich schicke ihn rein, ja. Ich habe ihn per Telefon informiert, er ist unterwegs hierher. Signore Montana, er ist auf dem Weg. Mille grazie. Herr Sanchez, ich werde jetzt kurz jemanden hierher bringen, der Ihnen ganz kurz noch ein, zwei Sätze vielleicht von unserer Kultur auch mit auf den Weg geben möchte, denn wir möchten nicht, dass unsere Gäste in unseren Räumen Angst bekommen müssen. Ich kann es nachvollziehen, doch ich möchte Ihnen vielleicht vorerst mal die Angst nehmen. Herr Corleone, nehmen Sie bitte Platz. Darf ich vorstellen, Herr Corleone, Gerardo Sanchez, Herr Sanchez, Calogero. Ich würde mich kurz zurückziehen und wenn du etwas über unsere Kultur in der Zeit dem Herrn Sanchez kurz erzählen könntest, wäre ich dir dankbar. Ein paar kleine Anekdoten. La violenza non fa parte della mia dignità. Sì, certo. Mille grazie. A posto. Buonasera, signori. Ja, Herr Montana. Ich verlasse mich da voll und ganz auf deine, wie soll ich sagen, auf deine Superkräfte. Also. Folgendes, wir haben darin eingepackt. Wir gerade. Als Beweis war das letztendlich erforderlich, ne? Funk mal eben durch, der soll nicht ihr Drogen aussprechen. Nein. Er soll was Schönes erzählen. Er sagt so, wenn uns einer um Hilfe bittet, dann tun wir alles, um zu helfen, aber wenn uns jemand versucht zu verarschen, dann lassen wir alles hier. Lassen wir alle vom Boden verschwunden. Fratello, auch wenn du gerade gute Dinge von uns gibst, versuche es auch noch etwas in die positive Richtung zu lenken. Wir möchten die auch nicht beängstigen. Er soll was vom schönen Wein erzählen. Erzähl noch was von gutem Wein zum Anschluss, das wäre super. Setz dich am besten auf den Sessel, ich stelle mich hinter Gerardo. Haben Sie soweit verstanden, was ich gemeint habe mit dem, was ich gesagt habe? Ja, dann ist es. Ja, ich hab's verstanden. Nur, Sie müssen auch verstehen, dass es bei uns so, zum Beispiel die Kultur von uns ist so, dass wir sehr familiär sind. Wir eine Familie sind, von Grund auf. Und wenn uns jemand was Gutes will, dann wollen wir ihm auch nur was Gutes. Aber sobald uns jemand was Böses will, dann gibt es auch kein Zurück mehr, ne? Das bedeutet, also wenn sie uns was Gutes wollen, das heißt, wir können auf sehr, sehr lange Frist und, sag ich mal, immer gut zueinander sein, ne? Ich sag's so, ich wünsch den Leuten immer das Doppelte zurück, wenn ihr versteht. Herr Sanchez, Darina, ich habe die letzten Worte. Wir haben uns beraten, wir haben uns zurückgezogen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, wir legen diese Sache beiseite. Es kann der Tag jedoch kommen,
wo ich euch um einen Gefallen bitte. Oder wir euch um einen Gefallen vielleicht bitten. Ja. Darf ich euch noch etwas anbieten? Ich nehme nur noch ein Glas Wasser. Fratelli, bitte.